Ach, hallo, grüßt euch hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Björn und ich freue mich, dass ihr da seid. Heute haben wir mal nach einem kleinen zweiwöchigen Test die Busch und Müller Fahrradlampe Space so klein bisschen im Review oder auch klein bisschen mal zum Schauen, wie es sich geschlagen hat letzten zwei Wochen. Ich bin jetzt einfach mal letzten zwei Wochen gefahren, ganz normal auch im Alltag, mal in der Abendstunde, mal am Morgen. Und da habe ich sie einfach mal ein klein bisschen ausgetestet. Ihr werdet nachher auch noch einige Bilder sehen zu dem Thema, wie sie sich nachher geschlagen hat in der Helligkeit, dass man auch klein bisschen einen Vergleich in der ganzen Geschichte hat. Ganz wichtig, Thema Transparenz. Dann wurde Busch und Müller zur Verfügung gestellt. Allerdings darf ich hier und soll ich hier auch sagen, was ich wirklich von der Lampe dementsprechend halte. Also da braucht ihr keine Angst haben. Fangen wir mal an mit ein paar Funktionen. Im letzten Video, wo ich gemacht habe über das Thema Unboxing, verlinke ich euch gerade mal oben in der Ecke und unten in der Videobeschreibung natürlich auch noch. Über das Thema Unboxing gingen ein paar Sachen nicht so wirklich auf, weil ich von der Lampe noch kein Handbuch gelesen hatte damals. Mittlerweile habe ich es getan und ein paar Funktionen möchte ich einfach nur zeigen. Das Thema Powerbank-Funktion in der Lampe finde ich recht spannend, weil wie oft habe ich das Problem, dass ich habe mein Fahrradnavi dabei, ich habe mein Smartphone dabei und muss es dann doch nochmal in der Tour einfach nochmal aufladen oder brauche einfach nochmal Strom, dass ich genügend Energie habe in der Tour. Und das ist cool. Ich habe ja meinen Akku drin in der Lampe und ich kann dann dementsprechend auch diese Lampe als Powerbank verwenden. Es ist relativ einfach, naja, und eine Sache, die ist nicht ganz so einfach, aber ansonsten, das kriegt man schon irgendwie hin. Bei der Lampe ist ein Adapterkabel dabei, das ist dieses hier, wo dann quasi von normalem USB auf Micro-USB geht, quasi in der falschen Richtung, aber völlig okay. Und dann habe ich hinten auf der Lampe einen Deckel, der ist gut regendicht zu, das macht auch Sinn. Und da habe ich ja meine ganz normale Ladebuchse, wo ich die Lampe auch drüber auflade. Soweit alles super gut. Dann stecke ich jetzt dieses Kabel jetzt hier einfach mal ein. USB wie immer dreimal falsch rum. So, das ist der Klassiker. So, Kabel ist drin. So, dann nehme ich mein Smartphone hier in dem Fall. Das ist ein normales iPhone 8. Stecke mal das Ladekabel ein und stecke das hinten in diesen USB-Stecker rein. So, also von Haufen, dass ihr auch sehen, was ich meine. So. Passiert noch gar nichts. Da denkt man, okay, wie geht die Funktion? Und dahingehend ist eigentlich schon relativ simpel. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch ist gut, Handbuch lesen macht das schon Sinn, viermal kurz auf diesen Einschalter draufdrücken, so als Morsecode, und ihr seht die Ladung von eurem Smartphone oder von eurer Powerbank zur Not noch oder von eurem Fahrradnavi oder was auch immer ihr gerade dran habt, könnt ihr über die Lampe dementsprechend aufladen. Finde ich eine coole Funktion und ich sehe sogar hier oben, wie lang ich noch Strom habe, wenn ich den aktuellen Ladestrom aus meinem aktuell soweit entnehme. Also das ist eine Funktion, wo im letzten Unboxing ein klein bisschen zu kurz kam. So, und dann habe ich die Lampe jetzt mal die letzten zwei Wochen einfach mal Probe gefahren, habe gedacht, ich muss sie dann klein bisschen auch vergleichen. Und ich möchte sie auch ein klein bisschen vergleichen. Ich habe sie wirklich verglichen zwischen meiner 30 Lux, ich sage es mal böse, fast Discounter Baumarktlampe, obwohl sie aus dem Fachhandel stammt, die ich euch heute zeigen werde, weil das Ding taugt überhaupt nichts. Habe ich diese Lampe mal wirklich verglichen damit und habe gesagt, ja, diese Busch- und Müller-Lampe, die kann schon richtig was. Ganz ehrlich, sie ist ein ganz klein bisschen angesiedelt unter der Supernova M99. Natürlich gut, wir liegen aber preislich nochmal eine ganze Ecke drunter. Das ist auch ganz klar. Aber meine Empfehlung auch ganz klar, wenn ihr eine Lampe braucht für euer Bike, die was taugt und die ihr problemlos mitnehmen könnt, Busch und Müller Modell Space, kann ich euch erstmal empfehlen. Aber ich kann viel reden. Schauen wir doch einfach mal
ein paar Bilder rein. Ich war mal heute Morgen noch in der dunklen Jahreszeit beim Bäcker und habe dann mal gedacht, okay, mein Lieblingswaldstück, das ich dann immer so gern fahre morgens, nehme ich mal als Kulisse, dass ich euch einfach mal zeigen kann, wie diese Lampe dementsprechend von der Helligkeit ist. Einmal habe ich mit der GoPro gefilmt, dass ihr einfach mal das Ganze bei der Fahrt seht, wie der Lichtkegel dementsprechend ist. Er ist ein klein bisschen enger als bei der Supernova. Also wenn ihr schon mal die gewohnt seid, dann ist er ein klein bisschen enger und vorne vor allem ein klein bisschen weniger. Soll aber da keinerlei negativ leicht sein, ihr jammern auf hohem Niveau. Und dann, wenn wir dann ein klein bisschen reingehen in die Ferne, also damit komme ich mit der Lampe erstmal super gut klar. Natürlich hat sie kein Fernlicht, darf ich dann auch nicht ganz vergleichen mit einer anderen Fernlicht besitzenden Lampe. Aber da dafür wirklich cool. Ich sehe so in die Entfernung von circa, ja, was sind es, 30, 40 Meter problemlos. Ich kann nicht gerade in den Wald heizen, aber ich kann vernünftig fahren. Es ist wirklich gar kein Problem. Schauen wir uns mal die Bilder dementsprechend an, die ich da gemacht habe. Ich habe jetzt einmal die Vergleichsbilder gemacht, dass wir einfach auch mal sehen können, wie unterschiedlich sind diese Lampen überhaupt in dem, was an Licht rauskommt. Und ich möchte sie einfach mal einordnen zwischen meiner Discounter-Baumarktlampe und meiner Supernova, dass ihr es einfach mal seht im Vergleich dementsprechend. Fangen wir schon vorne an. Diese Lampe ist ja in verschiedenen Stufen dimmbar. Das seht ihr ja auch hier oben drauf. Habt ihr diesen Schiebeschalter und über diesen kann man ja meine Helligkeitsstufen, die ich brauche, dementsprechend einstellen und haben möchte einstellen. Wenn ich diesen Stecker mal abziehe von der Powerbank, so, dann schalte ich es jetzt einfach mal normal ein. So, dann seht ihr hier diese LED-Reihe und über diese kann ich jetzt quasi, wenn ich neben dann auf diesen Gummi-Button haue, der ist relativ schön gemacht. Kann man draufhauen, kann dann die Helligkeit einstellen, die man dementsprechend braucht. Hier haben wir jetzt vom Prinzip die kleine Stufe. Die sehe ich jetzt eher, dass ich gesehen werde und selber nicht wirklich viel sehe, aber so als, dass ich gesehen werde. Und ich sehe hier oben dann die Lampe 24 Stunden, also relativ lang. Zum richtig fahren reicht es mir nicht, ganz ehrlich. Wenn ich nach oben klicke, dann geht die Lampe in die volle Leistung und ich kann die jetzt quasi immer zwischen rein da anhalten, auf der Helligkeit, da wo ich sie dann für mich auch im Moment haben muss. Klar, bin ich jetzt in der Stadt unterwegs, habe eine Straßenbeleuchtung, dann ist natürlich klar, ich brauche die Lampe nicht auf volle Kanne hochfahren, weil dann sehe ich ja auch noch von der Straßenbeleuchtung ganz klein ein bisschen was. Da geht es da auch mehr um den Faktor, dass ich gesehen werde. Für mich jetzt hier im Wald muss ich die Lampe auf volle Helligkeit hochschrauben, weil Licht habe ich auch keins mehr von der Straßenbeleuchtung und ich muss halt auch noch ein bisschen was sehen in der ganzen Sache. Schauen wir uns mal die Bilder an, die wir jetzt hier mit der Lampe aufgenommen haben. Und die ist regelbar in diesen Stufen, wie ich es gerade gezeigt habe. Und dann schalten wir die Stufen einfach mal durch, von der kleinsten bis zur größten. Ich habe die Bilder auch dementsprechend von der Helligkeit angepasst, so wie ich es auch wirklich heute Morgen empfunden habe, wo ich die Bilder gemacht habe. Also ihr seht, für mich ist vom Prinzip diese Regelung ja ganz cool, dass ich auch eine Lampe habe, wo ich nur quasi ein Licht am Tag anmachen kann, dass ich auch vernünftig im Straßenverkehr sehen werde. Aber so für mich persönlich, ich würde sie jetzt für mein Fahrprofil wahrscheinlich dann doch eher in der vollen Leistung fahren, weil es dann doch richtig, richtig Sinn macht. Allerdings möchte ich auch den Vergleich jetzt nicht ganz scheuen, dass ihr auch mal seht, wo diese Lampe einzuordnen ist. Ich habe jetzt einfach mal ein Foto von meiner 30 Lux Baumarkt-Variante. Dann schalten wir mal die Busch und Müller Space ein. Oder was ist das Bild mal aus? Also das sind Welten. Also mit dieser Lampe dürfte definitiv, das ist gar kein Problem, mit der kann man definitiv gut fahren. Und dann schalten wir nochmal geschwind, um den Vergleich einfach zu haben, aufs Bild von der Supernova, die ich im normalen Leben fahre, wie die aussieht. Die hat vorne eine klein bisschen größere Streuung, liegt aber preislich in einer ganz anderen Liga, das darf man gar nicht vergleichen. Bei der Supernova, die ihr gerade seht, liegen wir also um die 350 Euro, je nachdem, wie sie gerade im Kurs liegt, 400 Euro.
Hier bei der Space von Busch und Müller. Eine coole Akkulampe, liegen wir preislich so zwischen Tageskurs, müsst ihr nachschauen, 170 bis 200 Euro, ab und zu auch gleich ein bisschen günstig, also fast bei der Hälfte. Und dafür kommt richtig, richtig satt und gutes Licht raus. Die Reichweite von der Lampe hat, also die Akkureichweite hat ungefähr so, wenn ich sie volle Leistung ausfahre, so circa 2 bis 3 Stunden. Das finde ich schon ab und zu ein bisschen wenig, aber okay, ist eine Akkuleuchte, nicht am Fahrzeugakku hängt. Und dementsprechend muss ich da mir im Klaren sein, dass ich einfach haushalten muss mit dem Strom und sie vielleicht auch ein bisschen dunkler machen muss, wenn ich in den Stadtbereich reingehe, wo ich eine Straßenbeleuchtung dementsprechend noch habe. Natürlich klar, das denke ich ist obligatorisch, da die ganz normale Zulassung für den Straßenverkehr, das ist denke ich auch soweit alles logisch. Noch ein kleines wichtiger Appell von mir und da werde ich auch nicht müde. Thema Licht am Bike und die dunkle Jahreszeit im Winter jetzt hier, macht euch einfach generell als Empfehlung eine Lampe überhaupt mal ans Bike, wenn es auch die vom Baumarkt ist, weil aktuell ist es wirklich eine Katastrophe. Es fahren genügend Radler rum, die kein Licht am Bike haben und wenn es wirklich stockduster ist und der kommt irgendwo im Wald aus einer Kurve raus, dann haben zwei ein Problem, nämlich der andere und ich oder der andere und ihr. Deswegen macht da einfach eine Lampe an euer Bike dran. Soweit. Das kleine Review oder die kleine Übersicht nach 2 Wochen Test von der Lampe. Ich mache den Test weiter, ich lasse noch nicht im Eck liegen. Ich werde es weiter ausprobieren in verschiedenen Situationen. Für mich soweit fürs Erste. Ich kann die Lampe euch definitiv guten Gewissens empfehlen. Ich finde sie cool, als Akkulampe richtig genial. Auch für die Biobikler unter euch, die jetzt kein Fahrzeugakku haben, eine geniale Beleuchtung. Da dafür richtig, richtig gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao.